Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich bin heute mal wieder im Angelparadies Herrhausen und Kevin ist auch mit am Start. Grüßt euch. Hast du Bock? Ich habe richtig Bock. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet, aber ich habe richtig Bock. Ich auch. Wir haben schwere Bedingungen, also knapp 30 Grad, aber ich denke mal, wir machen das Beste draus. Es ist ja auch so, dass hier ein Frischwasserzulauf ist, also kaltes Wasser, und ich denke mal, der ein oder andere Fisch wird uns ans Band gehen, oder? Ja, ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall so ist. Also man sieht schon ein paar Fische springen und ziehen. Sie stehen aber nicht oberflächennah, wie man es aus dem Sommer kennt, sondern ein bisschen tiefer. Und ja, ein bisschen Störaal ist auch noch unterwegs. Da werden wir mal zur späteren Stunde nochmal Attacke machen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute ins Band kriegen. Ich auch. Und du hast ja noch eine coole Spendenaktion am Start. Erzähl mal kurz. Ja, genau. Also, Starkes Anglerherz ist ja vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff. Läuft dieses Jahr wieder an, das Starke Anglerherz 2024. Jetzt im Juli, August fangen wir eigentlich an jeden Samstag um 18 Uhr auf Twitch. Kev der Angler, da bin ich, und da werden ganz, ganz viele Sachen versteigert. Wer mal auf meine Facebook-Seite schaut, Kevin Berghauer, sieht auch dort, dass da ganz, ganz viele Sachen schon gepostet sind. Alles das, was es gibt, Dinge, wo man schon vorher drauf bieten kann, zum Beispiel auch ein Angel mit uns beiden. Also es gibt richtig geile Angeleien, also nicht nur mit uns, auch noch mit ganz, ganz vielen anderen Leuten. Also da nochmal vielen Dank für jeden, der sich damit einsetzt und unterstützt. Gerne mal reinschauen. Genau, gerne mitmachen, vielleicht ja auch ein Angel mit uns beiden. Und ja, ich würde sagen, check deinen YouTube-Kanal ab. Vorreiniger Nord, und ich würde sagen, ich habe wohl einen kleinen Sprachfehler. Wir zoomen jetzt ein paar Fische raus und los geht's. So, da wollen wir mal loslegen. Also ich habe hier jetzt orange Paste drauf. Und ich werde erstmal mit Blei schleppen. Also ich weiß nicht so richtig, in welcher Tiefe die Fische stehen. Dann werde ich es ein bisschen trimmerell an. Ja, wenn das Blei losgeht, glaube ich, ist das perfekt. Dann mach da einfach noch ein paar Wochen. Also ich würde an deiner Stelle auch mal reinziehen. Ja, normalerweise ist die Sommerangelei ja so ein bisschen mit Glas. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Fische heute ein bisschen tiefer stehen und dass ich mit der Paste schneller runter muss. Ja, mal gucken. So, und ich glaube, wir haben hier ein Biss auf Stand. Ja, ich weiß nicht, wie die Fische beißen. Jo, das sieht sehr gut aus. Lassen wir nochmal laufen. Ist natürlich mega geil. Jetzt wissen wir die Tiefe, in der die Fische stehen. Ja, die ist noch da. Also ich habe einen ganz kleinen Piloten drauf. Ich sehe den da noch. Ja, jetzt geht sie ab. Und Freunde, da haben wir den ersten Fisch. Ja, 40 von oben ungefähr. Oh, die hauen ganz schön rein hier. Ja, ganz vorne an der Kante, zack, haben wir den ersten. So Leute, da haben wir auch schon den ersten Fisch. Ja, richtig cool, dass das jetzt auf Stand geklappt hat. Also 30 bis 40 cm von oben mit Bananenpaste, das war der Erfolg. Und ja, ganz vorne an der Kante, so kann es weitergehen. So Leute, Kevin hat hier ein paar Fische gefangen. Machen wir mal schnell einen Platzwechsel. Ja, ich sehe es. Was ist halt die Frage, ne? Heute Abend. Ich gehe die ganze Zeit so. Nonstop, seitdem ich hier bin. Ja, wollen wir alles herholen? Oh, voll den Nachläufer gehabt, das gibt's doch nicht. Oh, ich zu schnell die Paste rausgezogen. Meinst du, das ist die richtige Entscheidung, ja? Meinst du, das ist die richtige Entscheidung? Alter, ich hab 8, 9, 10 Stück habe ich verloren. Echt jetzt? Ja. Oh, hier, bis. Okay, hier, das sieht gut aus. Jawohl, Leute, und da haben wir noch mal eine. Ja, doch gut, dass wir auf Kevin gehört haben und hier nach hinten gekommen sind, ne? Echt? Okay. Komm hierher. Komm hierher.
Habe ich gesehen, ja. Zack, eingetütet. So Leute, schaut mal hier. Eben gerade rausgehauen. Wir haben hier einen Platzwechsel durchgezogen, eben aktiv eine gefangen. Jetzt habe ich die orangene Paste rausgeschmissen. Ja, Pilot ist noch weg. Das sieht eigentlich gut aus. Und da haben wir den nächsten Fisch. Ja, Kevin hat den Spot hier ausfindig gemacht. Ganz flach unter der Oberfläche wieder, so wie vorne. Läuft. Ja, ich wollte mir so eine Nachtangel-Session machen, aber ich glaube, bevor das richtig dunkel wird, haben wir jeder schon ein paar Fische im Sack, ne? Ja, das wollte ich doch mal hoffen, ne? Also der Platzwechsel soll sich jetzt gelohnt haben, ne? Das denke ich auch. Aber hier hinten ist auf jeden Fall, wie Chris schon gesagt hat, wir sind von vorne nach ganz hinten gewechselt. Hier ist einfach mehr Aktivität gerade. Hier ist mehr Schatten. Jawohl. Damit hin. Petri. Danke. So Freunde, da haben wir auch schon wieder die nächste Porti. Ja, richtig cool. Der Platzwechsel hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Habt ihr ja gehört, Kevin hat den hier ausfindig gemacht, den Spot. Und jetzt werden wir zusammen rasieren. So, ich werde jetzt nochmal schnell wieder die Aktivroute scharf machen. Und zwar werde ich jetzt hier mit dem Glas schleppen. Also es ist ja wirklich so, dass die Fische sehr, sehr flach stehen. Ich war mir vorhin nicht ganz sicher, ob sie jetzt nun... Oh, Biss, oder? Hinten auf dem Piloten war gerade Action. Ja, da ist auf jeden Fall was. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich will jetzt richtig schön flach schleppen. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt einfach mal da hinten hin. Da war gerade Bewegung. Und tremarellern da so ein bisschen lang. Ja, so wie Kevin sagt, hier kommen überall Fische hoch. Hier ist richtig schön Bewegung. Oh, ich freue mich jetzt schon auf die kühle Dusche nachher, ne? Auf die kühle Dusche nachher. Ich bin so am Ölen, ey, das ist so brutal. Ja. Kannst du auch duschen, ich kann dich abbrausen einmal. Da ist er doch. Oh, ich habe irgendwas in der Nase. Soll ich dir meinen helfen, oder? Nee, nee. Hol du mal deinen Fisch raus. Aber sehr tief, ey. Krass, ja. Gar nicht hoch, Alter. Ach, du hast auch keinen Piloten drauf, ne? Nee, nee. Ich habe nur die Maracas ausgeschmissen, damit ich ganz einmal nur einbinden kann. Und habe nur gesehen, dass die Maracas habe ich da hinten geschmissen und die wurde bis hier vorne hingezogen. Obwohl das ich habe es gesehen, ja. Aber ich finde komisch, dass du so flach tief fängst und ich halt so flach, ne? Also ich glaube, ich habe... Nicht mal einen Meter über Grund, nicht mal. Oh, die kommt nicht hoch, guck mal an. Boah, Alter. Boah, was ist denn los mit dir? Komm. Oder haben wir einfach den Exoten auf Paste? Ja, witzig, der mit auf die Exoten gekommen zu haben. Er sagte ja, Bachforellen, Tigerforellen, Saiblinge sind drin, die Saiblinge haben sich verpieselt. Okay. Aber Bachforellen und Tigerforellen können gehen. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass das jetzt hier ein Tiger ist. Das war natürlich jetzt richtig stark. Neue Porti. Eine kleine Porti, die so dampf macht. Ey. Da ist er doch. Jawohl. Sehr schön, Petri. Aber ich bin mir immer noch unsicher, in welcher Tiefe die stehen, ne? Guck mal, ich habe jetzt hier, das ist kein Meter auf Grund. Ja, ist halt die Frage, ob du auf Grund liegst, ne? Ja, meine Paste treibt ja auf, der Strohbleib gebe ich nicht runter. Ach so, ja, da hast du 30 von oben ungefähr, also auch flach. Ja, so 30 oder 40 Zentimeter, 40. Ja, passt. Und die nach jetzt? 2-3 Minuten drin. Ne? Ja, ich weiß. Rotkruste, zack. Zack. Und auch in der Mitte, ne? Nicht am Rand hier, sondern in der Mitte. Schön rausgefoltert. Ich glaube, wenn wir heute nachher richtig schön abfächern, ja. Da kann ich mich gar nicht entscheiden, ob wir auf Forelle angeln oder auf Aal und Stör. Oh, Biss! Schon wieder. Ja, guck mal. Das sieht gut aus. Oh, das sieht richtig schön aus. Jawohl. Ja, schön aktiv geschleppt. Hab jetzt auf Pose Glas umgestellt. Bisschen flacher. Und hat mir sofort den Fisch gebracht. Hupp. Petri. Putz eingenetzt. Kann ich angehen. Ich bin hier hinten mit 22 rum. Jetzt kommt der Herz schon mit 4. Ja, sieh zu, Junge. 4-3. Jo, Leute. Da haben wir den nächsten Fisch auf aktiv geschleppt. Also, ihr seht, trotz der Hitze 27, 28 Grad beißen die Fische. Also, es ist wirklich wichtig, wo ihr im Sommer hinfahrt. Hier im Angelparadies Herrhausen gibt es einen Frischwasserzulauf. Und deswegen ist das Wasser immer relativ kühl. Also, nicht nur im Winter ist Forellenzeit, sondern das ganze Jahr über. Man muss nur wissen, wo. Und, ups, es klappt.
Jo, da hat es gerade noch mal aktiv geklappt. Und zwar habe ich noch mal ein bisschen flacher geschleppt. Also ich habe vorhin ein bisschen tiefer angefangen und dachte mir so, oh, bei der Fischbewegung und bei den Tiefen oder Höhen, mit denen wir flach schleppen, flach fangen, ach, auf Stand fangen, bin ich vielleicht ein bisschen zu tief. Und ja, richtig schöner Einstieg hier vorne. Und es ist halt auch wirklich cool. Ihr wisst ja, ich feiere das, dieses Aktivangeln. Richtig cool, dass das halt klappt bei diesen 27 Grad hier. Wir werden jetzt nochmal so, ich denke mal, wir haben es jetzt 8 Uhr. Gegen 10 wird es dunkel. Und bin ich mal gespannt, ob wir nachher im Dunkeln noch ein paar Fische überlisten können. Aber so viel Bewegung wie hier hinten ist, sollte das eigentlich klappen. Jo, und da haben wir den nächsten Biss auf Stand, Leute. Pilot ist noch weg. Hat noch mal einen kleinen Moment. Ah, jetzt geht auch der Spiro. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Und eingestiegen. Ja, richtig schön. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, dadurch, dass wir jetzt im Sommer haben und die Fische meistens so ein bisschen vorsichtiger sind, dass ich nur mit einem ganz kleinen Piloten angel, dass sie dadurch weniger Widerstand haben. Oh, das klappt bisher ganz gut. Ich habe Paste dran, habe da so ein kleines Steinchen reingepackt, dass die Paste untergeht. So habe ich kein Bleiwasser rumschwirrt. Ja, das klappt richtig gut. Ich möchte euch nun eben einmal kurz das Tackle und die Montage zeigen und wie ich die Paste anköder. Also ich habe hier die Thunder Trout Nummer 2 mit einem Wurfgewicht von 5 bis 15 Gramm. Dann habe ich hier drauf eine Viral in der 4000er Größe. Dann standardmäßig die 18er Monophile. Und ja, hier habe ich einen 10 Gramm Spiro. Dahinter wie immer einen kleinen Stopper, einen Dreifachwirbel. Und wie eben angekündigt, so ganz kleinen Piloten. Den zeige ich euch nochmal hier. Der ist wirklich minimal. Ich weiß gar nicht, 0,8 cm im Durchmesser vielleicht. Dann, ja, so ein Abstand von 20, 25 cm. Da hinten ein Serie 22 Haken. Ich zeige jetzt mal kurz, wie ich die Paste anköder. Also ich nehme hier so ein kleines Steinchen. Das drücke ich in die Paste rein. So, und dann kann man das eigentlich auch hier so rumlegen. Und dann knete ich einfach den Haken und den Stein so ein bisschen ein. Den Trick habe ich übrigens von Lasse. So, gibt es so eine kleine Wurst. Wenn der Haken so ein bisschen rausguckt, ist völlig Wurst, das hält. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz, wie das runtertaumelt, wenn man das rauswirft. So, es geht richtig schön unter. Ihr müsst aufpassen natürlich, dass der Stein nicht schwerer ist als der Pilot dann. Ja, und das klappt wunderbar die ganze Zeit. Das werde ich jetzt wieder rauswerfen. Vorteil ist, man hat nicht noch ein zusätzliches Gewicht auf der Hauptschnur, auf dem Vorfach. Und man hat natürlich weniger Scheuchwirkung. So, und ich denke mal, das wird uns noch einen Fisch bringen. Aktivität ist nämlich gerade wieder so ein bisschen hochgegangen da hinten. Deswegen habe ich da richtig schön rausgeworfen. Und ich werde jetzt nebenbei wieder ein bisschen aktiv schleppen. Ja, ist natürlich jetzt richtig cool, wenn wir noch mal richtig schön auf aktiv so einen Einschlag kriegen. Aber ich muss sagen, für die Zeit, die wir jetzt hier sind, können wir schon echt zufrieden sein. Also die Fische sind gut drauf. Vielleicht kriegen wir noch einen Lachs oder einen Stör nachher, mal gucken. Oder einen Aal. Also da kann heute noch einiges gehen. Mal schauen, was wir noch so rausgezuppelt kriegen. Aha, aha. Gucken, ob da noch ein paar mehr stehen vielleicht. Ich angel nur mit Paste. Hier sind so viele Karpfen und so drin, ich glaube, Bienenmaden lohnt sich nicht. Ah, ich weiß nicht, trotzdem nicht. Oh, nein, ich brauchte gar nicht aufmachen. Was ist das denn für ein Biss gewesen? Alter Schwede. Boah, ich war gerade voll abgelenkt. Alter, habt ihr das gesehen? Krass. Ich gucke so in die Richtung, ob da irgendwo vielleicht ein Fisch stehen könnte. Und ja, ich wollte gerade noch den Bügel aufmachen, aber das konnte ich mir schenken. Also krass. Das ist ja so für Paste richtig untypisch, ey.
Das, also das war richtig, ja genau, so wie bei Ibchen der Biss war das gerade. Nee. Ich hatte nicht mal mehr, also ich habe den Bügel kurz noch aufgekriegt, aber das hätte ich mir sparen können. Alter Schwede, geil. Boah, die hat aber richtig Bock. Ja, die sind gut unterwegs. Ja, das ist halt durch den Frischwasserzulauf, ne? Ja. Boah, alter Schwede. Ja, das ist die erste, die hier richtig hart ballert bei mir. Boah, ich hänge irgendwo fest. Jo, da haben wir den Fisch. Mhm. Oh, hier Biss, Leute. Oh, richtig schöner Biss. Ja, oh. Das ist die ganze Zeit hier vorne. Kann ich auch direkt. Zack. Geil. Ist so. Ja, hey, natürlich läuft die Kamera. Hallo? Mega. Wir sind doch hier Profis, Mensch. Ja, mega. Ja, yeah. Ja, na klar. Zack, Sauber. Kurzer Prozess. Hi, mein Freund. Läuft. Sehr Danke geil. Dir. Top. Ass rein hier. Dankeschön. Ups. Alles gut. Oh Leute, richtig krasser Biss. Heftig. Ich glaube, da können wir anhauen. Jawohl. Ja. Und schau mal da drüben. Die beiden sind nur am Sabbeln. Und wir fangen hier die Fische. Ja, richtig krasser Biss. Aber was sind das für Bisse auf aktiv, oder? Brutal. Also, ich brauche den Bügel gar nicht aufmachen. Schon das zweite Mal jetzt in Folge. Einfach bam raufgezimmert. Heftig. Sportlich. Ja, wieder aktiv. Einfach komplett weggeballert, den Hast Köder. Hast du den Schnäppchen? Ja. Ich brauche nicht mal den Bügel aufmachen. Die sofort weg. Danke. Wollen wir einmal ein Angelkreuzchen machen und vor die Kasse? So. Wollen wir noch ein paar Fische fangen? Ja, genau. Ich glaube, dass ich jetzt noch ein, zwei aktiv rauszuholen kann, bevor das dunkel ist. Und dann werde ich schön meine Standruten fertig machen und werden wir ein bisschen rumpimmeln. Ja. Ich habe Bock auf Forelle tatsächlich. Ich glaube, das habe ich auch, aber ich glaube, dass die Forellen heute Nacht ziemlich gut beißen. So Bock noch einen aktiv zu fangen. Aber ich habe das Gefühl, dass das nichts mehr wird. Ne. Ich glaube, dass wir jetzt langsam auf Stand umstellen können. Oh, hier, richtig krasser Biss. Ich sag gerade noch, ich glaube nicht, dass ich noch einen Biss kriege. Und wieder volle Kanone reingehauen. Also das ist unfassbar, wie die den Köder mitnehmen, ne? Echt, das ist Wahnsinn, oder? Direkt wieder, puff, Pose weg. Alter Schwede, ey. Ich wollte gerade auf Stand umstellen tatsächlich. Aber ich glaube, ich werde dann doch noch mal ein paar Würfe machen. Ja, und der Köder auch wieder komplett weg. 12. Spaß. Da hast du gleich die Panik gesehen, Alter. So Leute, ihr seht's. Das wird langsam richtig schön dunkel. Ich werde jetzt auf jeden Fall auf Stand umsteigen, werde die Nachtangelrouten scharf machen und dann wollen wir mal schauen, ob wir in der Dunkelheit noch mal den einen oder anderen Fisch überlisten können. Ja, dann wollen wir mal zum Nachtangeln übergehen. Also ich habe hier so richtig coole Posen mit so einer kleinen Batterie drinne, die kann man richtig gut sehen. Ja. Und Manu hat richtig viele Aale besetzt, deswegen habe ich jetzt hier so ein Stück Tauwurm dran, ja, man kann es sehen. Und dann werde ich so 70, 80 cm von oben angeln, gar nicht weit vom Rand weg,
sodass der Tauwurm dann richtig schön so im Wasser rumtreibt und gar nicht auf Grund liegt. Und ja, den werde ich jetzt einmal rausbringen. Ich zeige euch noch mal kurz. So, werde ich einfach hier vorne am Ufer ablegen, einfach so einen kleinen Pendelwurf machen. Dann lasse ich da richtig schön die Pose treiben. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir noch ein Aal überlistet bekommen. So Leute, die Pose hinten ist richtig schön abgedampft. Immer noch komplett weg. Sieht gut aus. Da dürfte auch der erste Aal bei mir jetzt eingestiegen sein. Jawohl, Leute. Oh, krass. Das ist so krass. Man denkt gar nicht, dass die Aale so eine Power haben, aber die gehen gut ab. So, ich gehe mal hier so ein bisschen entgegen. Herrlich, richtig cool, dass es jetzt nochmal geklappt hat. Auch wie bei Kevin, richtig schöner. Er hat nämlich vorhin auch eingefangen. Boah, richtiger fetter Aal, Leute. Jawohl, und da haben wir den. Mega nice, den zeige ich jetzt gleich. So Leute, jetzt hat es auch bei mir gerappelt. Schaut mal hier, es ist ein richtig schöner Aal eingestiegen. Kevin konnte ja vorhin schon einfangen und ja, jetzt konnte ich nochmal nachlegen. Richtig dicke, geile Aale. Läuft. Jo Leute, das war's aus dem Angelparadies Herhausen. Hat richtig Bock gemacht und ihr habt ja gesehen, trotz der warmen Temperaturen kann man hier richtig gut Forellen fangen. Ja, die Bisse bei der geschleppten Paste waren richtig aggressiv, hätte ich nicht gedacht. Normalerweise sind die Bisse im Sommer ja so richtig träge und zaghaft. Aber ja, die Fische haben richtig reingescheppert. Und ja, jetzt zum Abend hin haben wir nochmal uns entschieden, ein paar Würmer zu baden. Kevin konnte noch einen richtig schönen Aal fangen. Ich habe auch einen richtig schönen Aal gefangen. Also hier ist ein richtig schöner Mix drin und das Angelparadies Herhausen ist eine absolute Empfehlung. Ja, und wie immer an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.